kalte Luft. Schon der Gedanke daran macht mir Angst. Warum ist das so? Das fragen sich viele, die mich kennen. Warum ängstigt sich ein erwachsener Mann derart vor einem kalten Luftzug? Warum erschauert er, wenn er ein kaltes Zimmer betritt? Oder wirkt abgestoßen, ja, beinahe angeekelt, wenn ein früher abendlicher Frosthauch einen milden Tag im Herbst beendet? Ich reagiere auf Kälte ähnlich wie andere Menschen auf unangenehme Gerüche. Dass dies seltsam wirken mag, ist mir vollkommen bewusst. Es gibt jedoch Gründe dafür. Gute Gründe, warum ich derart reagiere. Diese nun offenzulegen, bin ich durchaus gewillt. Dann kann jeder für sich entscheiden, ob diese eine angemessene Erklärung für mein Verhalten bieten. Es ist ein Irrglaube, dass einem das Grauen nur in Nacht, Einsamkeit und Dunkelheit begegnet. Meine Begegnung erfolgte an einem hellen Nachmittag des Jahres 1923, mitten im Getümmel der Großstadt New York. Es war drückend heiß in diesem Sommer. Ich war glücklich, eine schlecht bezahlte Arbeit bei irgendeinem New Yorker Magazin gefunden zu haben. Leider reichte das, was man mir dort bezahlte, nicht für eine anständige Wohnung. Ich zog daher von einem billigen Mietshaus zum nächsten. Immer auf der Suche nach der illusorischen Kombination sauber, möbliert und bezahlbar. Nach einigen Fehlversuchen, wo ich stets entnervt nach einer Woche wieder auszog, hatte ich Kunde von einem Mietshaus in der westlichen 14. Straße erhalten. Da ich gerade wieder einmal obdachlos geworden war, zögerte ich nicht lange und suchte die Adresse umgehend auf, in der Hoffnung, dort vielleicht unterzukommen. Das muss es sein. Oh, mein lieber Mann. Prächtig, prächtig. Aber ob ich mir das leisten kann? Na, Fragen kostet bekanntlich nichts. Es handelte sich um ein viergeschossiges Brownstone-Gebäude aus den späten 1840er Jahren, verziert mit Holzwerk und Marmor. Natürlich hatte der Zahn der Zeit daran genagt und das Gebäude schien in gewisser Weise heruntergekommen zu sein. Aber die opulente Pracht einer vergangenen Epoche schimmerte immer noch hervor, trotz all des Schmutzes auf den vielfältigen Ornamenten. Drinnen scheint es aber sauber und ordentlich zu sein. Nach den Löchern, in denen ich bisher gewohnt habe, ist es geradezu ein Lichtblick, sich vorzustellen, in einem solchen Palast zu wohnen. Auch wenn er auf dem besten Weg ist, in ein paar Jahrzehnten eine zum Abriss freigegebene Ruine zu werden. Scheint ja leider niemand mehr etwas daran machen zu wollen. Bedauerlich. Höchst bedauerlich. Ob ich mal... Warum eigentlich nicht? Offen. Wer sagt's denn? Meine Güte, das gibt's doch nicht. Die Ornamente an der Außenfassade waren, wie sich nun im Inneren herausstellte, lediglich ein Schatten dessen, was man an Verzierungen in den Innenräumen angebracht hatte. Eine dicke Staubschicht war auf all den Figuren jedoch nicht zu übersehen. Herrero. Hauseigentümerin. Hm, wer sagt's denn? Also dann. Sie, ich komme ja schon. Hm. Was ist, junger Mann? Was wollen Sie? Na? Eine ziemlich liederlich angezogene, leichtbärtige Spanierin öffnete mir. Meine Schönheit, hat denn Ihnen wohl die Sprache verschlagen, hä? Ich... Passiert mir nicht zum ersten Mal. Entspann dich, mi hijo. Tja,
Sie sind Madame Herrero? Senora Herrero, Sie. Oh, ja, Senora, bitte verzeihen Sie. James Russell, mein Name. Freut mich, Senor Russell. Was kann ich für Sie tun? Ich bin auf der Suche nach einem nicht zu teuren Zimmer. Ach, Sie an! Sie haben Glück. Es ist gerade eins frei geworden. Ah, dann stimmt es also, was ich gehört habe. Ah, solche Nachrichten verbreiten sich immer schnell. Sicher wird Ihnen das Zimmer gefallen. Ist es möbliert? Sie? Ach. Alle meine Zimmer und Wohnungen in diesem Haus sind das. Und was soll es kosten? Halten Sie sich fest, Senor Russell. $5 die Woche. Was? Aber... Ich wusste, Sie würden begeistert sein.